In meinem letzten Video wurde mit viel Tamtam angekündigt, dass Last of Us 2 rauskommt. Doch heute wird es bewusst nicht dieses große Drumherum geben, weil, wie es wahrscheinlich meine Gestik und Mimik schon so ein bisschen verrät, ich mich heute nicht ganz so wohl fühle. Normalerweise freue ich mich auf einen neuen Resident Evil Teil. Normalerweise habe ich jeden der Resident Evil Teile ganz gerne gespielt, vor allem die 4. Bis auf einen ganz bestimmten Boss. Das hat mich echt eingekotzt. Ja, na klar! Wir kommen jetzt also richtig nah! Wir machen jetzt Warp-Modus an, Alter! Das war's, keine Munition mehr. Wie soll ich's denn schaffen ohne Munition, Alter? Gut, an dieser Stelle. Dankeschön. Aber heute habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss. Deswegen mache ich auch gar keinen Riesen drumherum um die ganze Sache, weil ich befürchte, dass es alles für umsonst wäre, wenn ich nach den ersten 5 Minuten schreiend wegrenne und aufgebe. Um das Spielerlebnis noch ein bisschen intensiver zu gestalten, rät doch Capcom dazu. Ist Capcom eigentlich immer noch der Publisher von Resident Evil? Jedenfalls rät der Spielehersteller dazu, Kopfhörer zu tragen. Tja, und aus dem Grund werde ich mir das Ganze mit Kopfhörern geben. Wollen wir Welcome Home. Das klingt ja schon mal sympathisch. Mann, ich will nicht. Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Einige Features funktionieren womöglich nicht wie erwartet. Okay, das war ziemlich schnell. Haha, Capcom! Es ist doch noch Capcom. Ja! Oh Mann, ey. Ich glaube, das war ein Fehler mit den Kopfhörern. Ich finde es jetzt schon zu laut. Sprachausgabe Deutsch. Bin ich mal gespannt. Spiel starten. Juhu. Kitchen found within same house as seen in footage. Alter, das ist meine Kamera, weißt du, wie teuer die ist? Was war das? Kann das nicht bei Sonnenschein losgehen, das Spiel? Oh Mann. Resident Evil 7 Teaser. Beginning Hour. Sorry, 7, nicht 7. Entkommen Sie aus dem Haus. Naja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ziel, ne? Oh Gott, ich finde das ja jetzt schon schlimm. Wie soll man das mit VR spielen? Ach du Scheiße. Das ist ja schlimmer als Outlast, ey. I shall dash them against the stones. Oh. Sieht aus wie eine glückliche Familie. Alter. Was war das? Sie haben keine Videokassette. Oh Gott! Der spielt jetzt nicht wirklich, oder?
Okay, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Es fehlt eine Sicherung. Natürlich fehlt eine Sicherung. Warte mal. Stairs. Oh mein Gott. Das heißt, das ist die Sicherung des Treppenhauses? Kann ich mich ducken oder sowas? Kann er sich nicht ducken? Oh, doch, kann er. Uhuhu. Das ist echt viel wert. Ich will da nicht raus. Oh mein Gott. Ich hab solche Angst. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt alles wieder hoch, was ich in Outlast erlebt habe. Alter. Was zur Hölle? Ist das die Ausgangstür? Nein, aber eine ganz schön unordentliche Küche. Boah! Gott, ey! War ich das? Okay, ich sollte sowas lassen. Was sind das für Geräusche? Ach du Scheiße! Alter! Oh Gott, ich reg mich nie wieder über die Unordnung meines Mitbewohners auf. Nie wieder. Alter, war das ekelhaft. Oh, ich weiß nicht, will ich hier weiter? Ach du Scheiße, ey, was ist das hier? Ich will hier weg. Oh Gott. Mit einer Kette verschlossen. Warum auch immer der einen Schrank mit einer Kette verschließt. Sag mal, hast du so teure Klamotten oder was? Oh Gott, will ich da lang? Ich fürchte, dass ich da nicht lang will, ne? Alter, was zur Hölle? Gott. Oha! Muss ich jetzt echt zurück? Ich war doch schon fast draußen. Oh Mann.
Hör mal, Kraft. Oh. Verfallenes Haus. Geil. Wenigstens kann ich ein paar Filme gucken, ja dann. Geht doch. So. Zum Glück ist hier Licht. Hab ich da gerade was gehört? Wenn das hier richtig dunkel wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich nochmal in die Hose scheißen. War die Lampe vorhin schon an? Was war das gerade? Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Alter, was war das gerade? Oh Gott, ey. Alter, mir ist richtig schlecht. Derelict House, June 1st. Duly Haunted House, Rehearsal. Oh. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Piep. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswählen. Krass, wir können die Kassette miterleben. Das ist auch nicht schlecht. Neuer Plan. Psst. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Alter, ist das das Haus, wo ich gerade drin stecke? Ich hoffe es nicht, ey. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Die Synchro könnte besser sein, aber... Okay, jetzt nicht mehr. Nach dir? Warum? Oh mein Gott, das ist echt das Haus. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Aha. Oh Gott. Wie lange soll der Ort muss hier das sein, ey? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und David Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? André? Wo ist der Kerl? Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Ich habe Angst.
denn? Hast du es gehört? Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Was war das? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ja, dann gehen wir halt mal rein, ne? Oh Mann, ey. Das kann doch nur ein Fehler sein. Eine nette Einstellung wie ich. Die Leiter runterkommen. Ja, genau. Also, du zuerst. Klar, ich zuerst. Wie immer. Was siehst du? Was ist? Alter, da steht er doch. Komm runter, Mann. Oh nee. André? Ach du Scheiße! I shall dash you against the oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Können wir bitte gehen? Will ich da jetzt echt runter? Oh Gott. Ne, da gehe ich jetzt bestimmt nicht runter, Alter. Ich habe den Schlüssel und jetzt haue ich einfach nur ab. Mehr muss ich nicht machen. Einfach nur... Ach du Scheiße! Wir sind hier nicht allein. Oh, Scheiße. Leute, es tut mir leid, dass ich so ruhig bin, aber ich habe gerade echt ein bisschen Bammel, ne?
Alter. Einfach noch raus hier. Willkommen in der Familie. Scheiße. Oh mein Gott, ey. We gotta get the hell out of here. Oh, Scheiße! Was für ein kranker Scheiß. Schlechtes Ende, willkommen in der Familie. Wie schlechtes Ende. Gab es auch ein gutes Ende? Es waren 20 Minuten, aber in den 20 Minuten, und ich war gerade erst duschen, hat es geklappt, dass ich tatsächlich Schweißränder bekomme. Fuck! Oh mein Gott, ey. Gibt es da mehrere Enden oder was? Treten Sie dem Botschafterprogramm von Resident Evil bei. Oh Mann, ey. Ihr wisst, wie man Werbung macht, hä? Ja, ja, klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist sehr vielversprechend. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf und ich werde es definitiv zum Release haben und spielen. Das weiß ich jetzt schon. Wir versuchen, die alternativen Enden noch rauszufinden. Das wird aber auf meinem Twitch-Kanal passieren. Perfekte Brücke geschlagen, um endlich dieses Spiel mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Wenn ihr wissen wollt, wann es gespielt wird, dann einfach mal Instagram im Auge behalten. Und in meinem Twitch-Kanal-Info-Feed poste ich die genaue Zeit und den Tag, wann das gespielt wird. Spätestens wird es im Streamplan stehen. Vielen Dank. Ich gehe jetzt erstmal Windeln wechseln.